Wie bringen wir diese Hadith zusammen oder welchen Hadith geben wir Vorrang? Das ist ein Beispiel dafür, dass der Fiqh nicht immer nur darauf basiert, einen Hadith irgendwo gehört zu haben, wie es die Herrschaften des Al-Qur'ans und Sunna heutzutage zu tun pflegen. Wobei beachtenswert ist, und das ist amüsant, dass genau diese Leute, die nach dieser Rufe ausrufen, müssen den Koran und die Sunna befolgen, ganz unabhängig von dem, was die Madahib oder die A'imma des Din gesagt oder getan haben. Genau diese Leute haben nichts vom Hadith gelesen. Viele von ihnen haben nicht ein einziges Hadithbuch gelesen oder studiert, geschweige denn von allen. Und interessant ist auch, dass man besonders hier in Deutschland eine Bewegung sieht von verschiedenen Menschen, die darüber sprechen, was richtig ist, welche Auffassung nicht richtig ist. Und er ist der Auffassung, dass diese Meinung die richtigere ist. Wobei viele von denen ebenfalls nicht ein einziges Fiqh-Buch studiert haben. Meistens begnügen sie sich mit dem Kitab al-Tahara und mit dem Kitab al-Salah. Weiter kommen sie meistens nicht. In den meisten Fällen. Aber dennoch erlauben sie sich, wegen diesen mickrigen Erfahrungen oder diesem marginalen Studium, das sie in zwei Bereichen des Fiqh, des großen Fiqh, genossen haben, dass sie entscheiden, welche Auffassung die stärkere ist und die schwächere ist. Das ist natürlich etwas Beschämendes. Jedenfalls, wir haben hier also ein Problem. Wir haben hier einen Hadith, der den Wudu zur Pflicht macht, und einen Hadith, der dies verneint. Und das nennt man Ta'arub, Ta'arub al-Adilla, wenn Adilla in Konflikt geraten. Und hier gibt es über 40 Wege, wie man sie vereinigen kann, beziehungsweise für den Tarjih, der Tarjih, über 40 Ermittlungswege, wie man rausfindet, was sozusagen schwerwiegender ist. Und darin unterscheiden sich die immer. Daher kommen dann Meinungsverschiedenheiten und da der Tarjih anders auslaufen kann. Oder auch in dem Tashih und dem Tadrif dieses Hadith sind die Ahlul Ilm verschiedener Meinung. Al-Fallas beispielsweise sagte, der Hadith von Talq, also in dem erwähnt wird, dass der Wudu nicht verpflichtend ist, dass er sahih sei und besser sei als der Hadith von Busra. Al-Bukhari, wie du bereits gehört hast, war der andere Auffassung, dass der Hadith von Busra binti Safwan verbürgter sei und sicherer sei. Also im Sinne der Überlieferung. Ebenfalls Al-Imam Ahmad und Al-Bayhaqi. Und andere. Dazu kommen wir aber gleich, inshallah, nochmal. Al-Tahawi meinte, der Isnad des Hadith von Talq sei mustaqim, ghayru muttarib. Und so entsteht, das ist eines der Gründe dafür, warum Meinungsverschiedenheiten entstehen. Eines der wenigen Gründe. Und hier kann man auch zu Recht erwähnen, an dieser Stelle, wegen diesem Beispiel, dass es in derartigen Thematiken Toleranz geben muss. In den Thematiken des Ijtihad, in dem die A'imma der Muslime, die akzeptierten, anerkannten A'imma der Muslime, wie beispielsweise die vier Rechtsschulen oder die Al-A'imma al-Sab'a, al-Fuqaha al-Sab'a, diejenigen, die vor ihnen existiert haben, wenn sie Meinungsverschiedenheiten haben, dann
sind das Thematiken des Ijtihad in der Regel. Und hier gibt es keine Kritik. Hier gibt es keine Kritik. Also jemand wird nicht kritisiert dafür, wenn er die Auffassung von dem Imam so und so folgt. Und die Imamen selber werden hierin nicht kritisiert, da das Spekulationen sind. In den Thematiken des Ijtihad sind das Vermutungen. Man geht davon aus, dass das hier die korrekte Meinung ist. Also der Imam geht davon aus, nicht du. Die A'imma gehen davon aus, dass das hier die korrekte Meinung ist. Da sagte al-Shafi'i rahimahullah zu derartigen Thematiken. Er sagte, Qawli sawab wa qawlu ghayri khata. Qawli sawab yahtamilu al-khata wa qawlu ghayri khata yahtamilu al-sawab. Meine Aussage ist richtig, kann aber potenziell falsch sein. Und die Auffassung der anderen ist falsch, kann aber möglicherweise richtig sein. Und als Imam Malik über eine ähnliche Sache gefragt worden ist, also ein Thema, ein Sachverhalt des Ijtihad, sagte er, Inna dhunnu illa dhanna. Wir verfolgen nur Vermutungen. Also Vermutungen, die auf Indizien basieren, auf Beweisen. Das sind natürlich keine leeren Vermutungen. Das ist die unerwünschte, die tadelnswerte Form des Befolgens von Vermutungen, welches im Koran erwähnt wird, und sie verfolgen nur Vermutungen. Inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Diese handeln um Vermutungen, die auf nichts basieren. Leere Vermutungen. Wenn es also in einer Thematik kein Ijma' gibt, es gibt darin keinen Konsens. Und es gibt keinen Dalil, der sowohl in seiner Überlieferung, hinsichtlich seiner Überlieferung definitiv ist, und auch in seinem Ausdruck explizit und definitiv ist. Hierin kann es keinen Khilaf geben oder darf es nicht geben. Sollte das aber nicht der Fall sein, beispielsweise, ist der Inhalt eines Textes nicht definitiv, also hinsichtlich der Bedeutung, dann kann der Khilaf hier existieren und man kann ihn auch niemals beenden. Derartigen Khilaf kannst du niemals ausschalten. Oder der Text selbst, wie es manchmal in der Sunna der Fall ist, ist nicht zu 100% definitiv überliefert. Auch hier kann der Khilaf existieren und das kann nicht negiert werden. Dieser Khilaf kann nicht aufgehoben werden. Und hierin haben sich die A'imma gegenseitig toleriert und respektiert. Wie einer der Salaf sagte, wenn ich mich nicht irre, Ibn Uyayna, oder jemand aus seiner Klasse, er sagte, wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, ob das Berühren einer Frau den Wudu annulliert, dann würde ich sagen, es annulliert den Wudu. Wenn er aber jemanden anderen, der er immer der Muslime befolgt, die da anderer Auffassung waren, dann werde ich ihn dafür nicht kritisieren. Daher kannst du auch hinter ihm beten. Wenn du der Auffassung bist, dass das Verspeisen von Kamelfleisch den Wudu annulliert und jemand ist der Auffassung, dass es ihn nicht annulliert, musst du nicht fragen, ob er Kamelfleisch gegessen hat vor dem Gebet oder nicht. Damit du hinter ihm beten kannst, du betest hinter ihm. Und das zeigt, dass diese derartige Thematiken eben nicht 100% definitiv sind. Ebenfalls erwähnen die Hanabila. Es ist bekannt, dass bei den Hanabila, also in der offiziellen Meinung des Madhab, die Meinung, die Auffassung, die als Madhab betitelt wird, Madhab al-Istilahi, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen dem Madhab von Ahmed beispielsweise und dem terminologischen Madhab. Es kann sein, dass der terminologische Madhab dem Nass von Ahmed widerspricht. Jedenfalls, der terminologische Madhab ist, dass eine Najasa 7-mal gewaschen werden muss.
Aber sie stellen da eine Frage, ein Quiz. Wann reicht es aus, dass eine unreine Substanz, wie etwa ein Kleidungsstück, das Hanbali nur einmal gewaschen wird und er darin beten darf und derartiges? Sie sagen, wenn seine Frau Hanafitin ist. Bei den Ahnaf gibt es nämlich keine Eingrenzung in Bezug oder Bedingungen in Bezug auf die Anzahl der Waschungen. Bei ihnen reicht auch eine einmalige Waschung, wenn die unreine Substanz dadurch beseitigt wird. Das heißt, das wird hier gebilligt und akzeptiert. Selbst bei den Kuffar wird das teilweise gebilligt und akzeptiert. Wenn ein Muslim mit einer Dhimmiya verheiratet ist und die Ahlul Dhimma trinken den Alkohol oder sie sehen es nicht für verboten an, dann darf er ihr das nicht verbieten. Das erwähnen die Fuqaha. Er darf ihr nicht verbieten, in die Kirche zu gehen. Das erwähnen die Fuqaha. Hier handelt es um Kuffar, weil sie über etwas glauben, dass es legitim ist. Wie ist es dann mit den Muslimen, die in ihren Auffassungen auf dem Koran und der Sunna und auf ein gewisses Verständnis basieren? Und die meisten Auffassungen der Madahib, darin haben sie Vorgänger von den Sahaba und den Salaf. Manche wissen das, manche wissen das nicht. Den einen ist das bekannt, dem anderen ist das nicht bekannt. Ich gebe euch ein Beispiel dafür, dass das Gebet durch das laute Lachen annulliert wird und ungültig wird, ist ja bekannt. Aber der Wudu, wird der Wudu dadurch annulliert? Wir kennen das meistens heute als eine Einzelgängerauffassung der Ahnaf. Dem ist aber nicht so. Al-Thawri war der Auffassung, Al-Hassan war der Auffassung, dass dadurch der Wudu erneuert werden muss. Derartiges. Das heißt, es gibt meistens, in den meisten Fällen, Vorgänger für die Auffassungen der Madahib oder ihrer Begründer.